Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's, euer Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Finden uns in Phasmophobia. Wir befinden uns heute im Wahnsinnsmodus. Sprich, wir haben einen Beweis. Ich habe mich für das Farmhaus entschieden, sprich für das Grafton Farmhaus, was letzten Endes im Nachhinein eigentlich doof war, denn Farmhäuser sind dunkler, man sieht weniger. Aber alles in allem finde ich in Ordnung. Das hier ist unser Equipment. Das meiste ist noch Stufe 2. Wie ihr wisst, habe ich erst vor kurzem Prestige gemacht und ja, ich habe leider noch nicht alles auf Stufe 3. Aber zumindest haben wir schon mal die Taschen ab und die sind sehr, sehr wichtig, finde ich, hier im Farmhaus, damit man ordentlich sieht. Wir jagen George Williams, müssen während der Jagd räuchern, Bereich räuchern und brauchen 25%. Und ich kann einfach mal sagen, let's go. Ich nehme das Thermometer mit, EMF und gib ihm. Ja, let's go. Ich habe auch schon überlegt, ob ich eine Neu-Evidence-Challenge wieder machen soll an dieser Stelle, aber das sehe ich mir vielleicht für ein späteres Video diese Woche auf. Vielleicht zeige ich euch auch meine Einstellungen zum Farmen, wie ich relativ gut klarkomme und relativ einfach, oder was heißt einfach, aber relativ wahrscheinlich die Geister hitte und somit eigentlich gut die Runden schaffe, ordentlich Erfahrungspunkte bekomme und dadurch sehr schnell durchkomme. Okay, gut, eigentlich nur zum Breaker, aber das hier klang nach einem Schraubenschlüssel. Aha. 1,5 Meter in die Richtung. Bin ich auch. Okay, aber hier liegt eigentlich ein Schraubenschlüssel in der Regel. Okay, da war ein Hammer. December Time. 9,5 Grad. Wir müssen auf jeden Fall noch den Breaker anmachen. Aber währenddessen kann er sich da schon mal austoben. Also, ab nach hinten. Richtung Vija-Brett sollte eins da sein. Wobei, wir sind im Wahnsinnsmodus. Da ist keins da. Hallo, tschüss. Aber genau. Er bekommt diese Woche höchstwahrscheinlich nochmal die Herausforderung zu sehen. Und beim letzten Video, sprich beim vierten Video, bin ich im Überlegen zwischen einem Video für Beginner, sprich das Anfangs-Start-Equipment erklären, wann es Phasing ist, wie man die Dots am besten setzt und so weiter, sprich T1-Equipment. Oder auf der anderen Seite meine Farm-Einstellungen. Aber da bin ich, wie gesagt, noch im Grübeln. Es läuft wahrscheinlich auf das Beginner-Video hinaus, denn von vielen werde ich gefragt, hey, wie funktionieren die Dots? Wann kann ich Freezing eintragen? Und so weiter und so fort. Es gibt wirklich neue Leute in diesem Spiel, gerade seit dem Update, die halt eben wirklich noch gar keine Erfahrung haben. Und da ist so ein Video, denke ich mal, wieder nicht verkehrt. Das Alter ist schon lange her und damals gab es das Equipment ja noch nicht. Aber ja. Dann wisst ihr schon mal so ungefähr, was ich für diese Woche noch erwarten könnte. Also, George Williams hat sich noch nichts getan und ich habe schon wieder hingeschaut. Ja, Wahnsinn. So, wir nehmen die beiden mit, einfach weil ich es kann. Und lieber habe ich jetzt auch vorne, ob er drin ist, dass ich hin und her dackeln muss und mir dann nicht mehr sicher bin, haben wir jetzt wegen nichts oder nicht. Wegen Abmarsch nach drin. Man könnte sich theoretisch auch die Fallabwehr sparen und einfach Salz mit reinbringen. Damit könnte man sowohl Fingerbrücke testen, und zwar safe, auch beim Obake, denn der hat immer, soweit ich weiß, Fußabbrücke. Alles klar. Aber gleichzeitig könnte man natürlich dann auch noch ein Gespenst testen. Also sprich, mit diesen Fingerabdrücken könnte man den Obake und das Gespenst gleichzeitig auch noch confirm oder denyen. So ein bisschen zumindest. Ja, also das muss ich erst temperieren. Ihr habt das gesehen, wir hatten hier 6 Grad, aber Freezing Art. Ja, was bedeutet das? Ich muss erstmal runterkommen. Aber Geisterraum haben wir. Abmarsch nach draußen. Nächsten Run holen. Buch, Box. Ihr kennt es ja schon. Ich glaube, ich habe schon wirklich seit Jahren diese Runs immer so drin. Und, aber ich laufe auch gut damit. Ich laufe auch sehr gut damit. So, denn ich überlege immer, Dots zum Beispiel früher zu bringen. Na, dass die drin sind, dass wenn man vielleicht mal reingeht, hat man Glück und die Dots laufen auf dich zu. Wäre jetzt durchaus eine Überlegung, denn jetzt kann ja der Geist mit diesen Dots interagieren und kann dieses, so ein Dots-Moment auslösen. So ein Dots-Event, mehr oder weniger, bei dem er auf dich zuläuft, also auf den Spieler. Okay, okay. Ah, nur ein Vierer, alles klar. So, Box, Text-to-Speech. Da könnte man jetzt wirklich überlegen, ob man die Dots früher schon bringt. Aber alles in allem muss nicht sein. So. Alter. Du drehst komplett am Rad, kann das sein? Schau mal. Der Meter. Es geht in die richtige Richtung und Alter, du gehst mir auf den Zack. So, ab mal schaut draußen. Dots, Videocam. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Und ich bin sehr froh, ich habe meine... Ach, dies mir doch, ich habe einen Hauch gesehen. Das ist jetzt natürlich ein wenig kontraproduktiv. Wir sind auf Wahnsinn unterwegs und in Wahnsinnseinstellungen, sprich bei den Vorgefertigten von Phasmo,
hat man eine Staatsenergie von 75%. Was ja natürlich nach zwei Events auf 55 reduziert ist. Plus die Zeit, die man noch drin war, ohne Licht im Haus. Es könnte langsam ein bisschen eng werden. Gleichzeitig kann es auch einen falschen Eindruck dafür geben, ob der Geist ab 50% jagt oder darüber oder darunter. Gut, ab 50% zählt, also na, dazu zähle ich die, die darunter jagen. Aber ja, es könnte einen falschen Eindruck vermitteln. Und zwar, dass es eigentlich ein Geist ist, der ab 60 zum Beispiel jagt. Aber aufgrund der Events hier ist es jetzt so weit gejobbt, dass er zum Beispiel nur noch auf 40 ist. So. Hast du dich eingegroovt? Alles klar. Na, dass man dann auf 40 ist und er hat gar keine Chance auf 60 zu jagen, weil man schnell zwei Events hintereinander hat. Das könnte ein bisschen kontraproduktiv werden. Da er jetzt immer noch nicht gejagt hat und wir wahrscheinlich auf 50% sind, könnte, also rutschen jetzt so die Geister Geo, der ab 40% jagt, Jade ab 35 oder auch ein Bro, der je nachdem wie schwach sein Opfer ist, auch erst weiter unten jagt. Natürlich in die nähere Auswahl. Bin sehr gespannt. Hier haben wir jetzt erstmal nichts. Also wir haben zumindest schon mal keinen Ort. Das ist gut. Das ist gut. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr jetzt hier seid und ihr wisst, hey, ich kann nur einen Beweis haben, sprich, ich kann eigentlich nichts ausstreichen, na, da ja unten die Geister verschwinden. Könnt ihr aber, bis ihr euren Beweis habt oder eure zwei Beweise, oder wie ihr auch immer eingestellt habt, könnt ihr natürlich dann hier das Ganze rausstreichen, damit ihr zumindest wisst, hey, das habe ich schon getestet, muss ich nicht nochmal testen, ich gehe weiter zum nächsten. Beispiel, ich würde, könnte jetzt an der Stelle so machen. Man muss natürlich dann später, sobald man überlegt, welcher Geist es sein könnte, müsste man das wieder rausnehmen, damit die Geister hier unten wieder sichtbar sind. So, also, George Williams, Bereich räuchern, also viel räuchern. Ich fange schon mal an mit dem Salz. Ich habe leider hier nur diese Kerzen. Das bedeutet, andere Tests könnte ein wenig haarig werden. Ich könnte das Kruzifix mit reinbringen und mit Sicherheitsabstand platzieren. So könnte man ein wenig auf den Dämon kommen. Wir gehen jetzt erstmal rein und wahrscheinlich wird es bald Fang spielen. Also, dort hinten ist der Raum und ich platziere das Kruzifix so, dass der Raum knapp nicht in Range ist. Es ist kein hundertprozentiger Beweis dafür, dass man einen Dämon hat, wenn das jetzt angeknuspert wird. Ja, es kann auch sein, dass der Geist hier rausgeht und. Up. Was auf jeden Fall gut ist, ich bin hier in diesem Bereich komplett sicher. Würde sagen, normale Geschwindigkeit. Das könnte natürlich auch ein wenig täuschen. Ja, man könnte immer noch ein Büro zum Beispiel haben, der noch nicht seine volle Stärke hat, seine volle Geschwindigkeit. Aber alles mit allem würde ich sagen, normale Geschwindigkeit. Ja. Ich warte jetzt natürlich nochmal eine Jagd, weil ich ihn auch jetzt gerade nicht mehr hören kann. Ah, jetzt höre ich ihn wieder. Ein bisschen aktiv räuchern. Na, an dieser Stelle könnte ich jetzt Sanity Pillen nehmen. Die Sanity Pillen und die Tatsache, dass wir 20% regenerieren. Kann ich jetzt nicht nur meine Sanity wieder nach oben bekommen? Nein, ich kann auch herausfinden, auf wie viel Prozent er ungefähr. Einmal Pillen nehmen, 20%. Zweimal 40, 60, 80. Ein Shade beispielsweise, ein Deo, ein Boro, die werden sich eher na, so Richtung vierte Pille begeben. Ja, eher niedriger, kann man dann meistens 4 nehmen. Ein Geist, der auf 50% jagt, bei dem kann man 3 nehmen. Geister, die über 50% jagen, da kann man 2 nehmen. Durch die Events und alles bin ich aber der Meinung, wir sind mindestens auf unter 50%, bin ich noch ein wenig drunter. Dementsprechend wäre vielleicht noch der Shade in der engeren Auswahl. Aber natürlich alle 50% Geister auch. So, also. Ich warte jetzt noch eine Jagd ab, sprich, ich will jetzt aktiv räuchern. Mir den Geist anschauen. Sieht man ihn häufig, dann geht es Richtung Oni. Sieht man ihn eher selten, geht es Richtung Shade, geht es Richtung Phantom. Sieht man ihn normal, dann ist es gefühlt jeder andere Geist. So, Licht an. Und natürlich ist der Breaker aus. Auch viel zu einfach, wenn er jetzt an will. So, wir gehen nach oben. Ich habe gerne den Breaker an, wenn ich diesen Test mache, damit ich eben genauer sehen kann, hey, blinkt es? Sieht man selten. In dem Fall ist es jetzt leider ein bisschen nervig. So, Breaker bitte an. Wunderbärchen. Und der Breaker wurde ausgemacht, deswegen können wir zumindest schon mal den Djinn draußen. Ich habe einmal Salz platziert, konnten wir jetzt natürlich nicht schauen, ob er da reingedackelt ist. Er jagt bereits wieder.
normales Blinkverhalten. Nichts Dramatisches. Mit dem Stufe 3 Parabol kann man theoretisch jetzt auch einen Blinktest machen, während der. Denn dort wird angezeigt, wie groß der Ausschlag ist. Sprich, also nicht nur wie groß er ist, nein, sondern die Entfernung. Und beim Mailing ist die Range, in der man ihn hören kann, geringer. Bedeutet, man könnte jetzt theoretisch das Parabol nehmen und sucht sich einen normalen Geist, hört während der Jagd und sieht bei 20 zum Beispiel. Beim Mailing ist es, wenn mich nicht alles täuscht, bei 10 Metern erst. Und daran könnte man theoretisch auch noch einen Mailing testen. Einziger Nachteil ist, wenn ihr ein Parabol habt plus Taschenlampe, habt ihr nicht mehr genug für Feuerzeug und Räucherstäbchen. Dann wird das Ganze ein bisschen enger als gewollt. So, also, das hätten wir. Wir haben, by the way, auch alle Nebenquests. Das ist gut, wir sind auf unter 25. Wäre es auch interessant zu wissen, wann wir das geldet haben, sprich schon nach der ersten Jagd oder jetzt erst nach der zweiten. Aber wir sind auf jeden Fall sehr niedrig. So, Geschwindigkeitsgeister wie Moreau würde ich jetzt rausnehmen, genauso wie den... Wollen wir den Handtuch rausnehmen? Im rechten Freezing. Nehmen wir das mal raus. Genauso wie den Raichu, die Zwillinge, den guten Revy. Gespenst müssen wir gleich nochmal nach dem Seil schauen, aber jetzt erstmal... Wir können, glaube ich, alle nehmen. Wir sind auf unter 25, was bedeutet, wir sind entweder auf knapp 25 oder auf 20, was bedeutet, 80% können wir regenerieren. Hier regeneriert man 20 im Wahnsinnsmodus, was bedeutet, 4 Sanity Ping gleich 80, gleich wieder auf 100%. Kurz warten, dauert 20 Sekunden bei Stufe 2. So, also, viel Auswahl ist es nicht mehr. Wir können auch noch den Tai zum Beispiel rausstreichen, den Diogen, Mimic, wir haben keinen Ort, deswegen Mimic, Chaukakao, Phantom, wir haben ihn jetzt nicht selten gesehen. Am Anfang dachte ich, als er um die Ecke kam, dass man ihn seltener gesehen hat, aber alles in allem passt es. Wir können auch das Parabol für die Banshee mitnehmen, die Kerzen gleich noch für den Onryo, aber jetzt gehen wir erstmal wieder rein und schauen, ob wir vielleicht einen Beweis kriegen. Ja, wir sind auf Wahnsinn unterwegs, nicht auf No Evidence. Wir können noch ein bisschen was bekommen. So, und wir hören hier diese wunderschönen Hintons. Es ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Krampf. So, Salz ist durchwandert, was bedeutet Chocokau. Oh, EMF3, das ist jetzt nicht so die Welt. Das Buch ist immer noch unbeschrieben, was auf jeden Fall schade ist. Du gehst mir auf den Sack, no hate, aber es ist so. Okay, 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 es ist, aha. Drei Gegenstände. Ich gehe so Richtung Yokai gerade. By the way, das sind, hier seht ihr es, alles EMF3. Wir sind im Raum, wahrscheinlich mit dem Geist. Was bedeutet Shade ist auch aus. Also, wir schauen jetzt mal, was der Yokai braucht. Es hat das Licht angemacht, was bedeutet, die Mare ist auch raus. Es hat, hast du jetzt einen Breakout gemacht oder das Licht wieder? War natürlich klar. Kann ich auch noch mal nach Fingi schauen, aber nö. Was wollte ich jetzt? Yokai. Alter, du bist gerade sehr aktiv. Ox, Orb, Dots. Nee. Gut, das wollte ich nicht, wenn ich heute einen Banshee schrei. Oh nee, gell? Das war durchsichtig. Man könnte vielleicht den Uni rausnehmen, aber jetzt. Wir wollen es nicht übertreiben. Na, von einem Event kann mir jetzt kein Uni ausklappen. Okay, das hier ist zum Beispiel in Farbe. Aber darf ich ein Foto von dir machen? Ach, ich wollte... Ja, mein Gott. Aber hier Foto gemacht, der ist immer noch da, was bedeutet Phantom. Das wir schon ausgestrichen haben, ist raus. Alter! Man kann es übertreiben, Kollege. So, also ich werde jetzt nochmal über diese Cam schauen, aber ich werde sie hier ein bisschen weiter hinten platzieren, um ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Und schau nochmal nach dort. Also... EMF5 ist jetzt gerade auch ein wenig tricky, denn wenn ich keinen Beweis finde, gehe ich meistens von EMF5 aus. Wäre durch eine Möglichkeit, aber Punkt 1 gefällt mir die Auswahl nicht. Punkt 2. Ja, zum Beispiel die Dots, mit denen habe ich auch Schwierigkeiten. Die sehe ich auch selten. Auch wenn wir jetzt die Dots hier auf Stufe 3 haben, weil ich da an dieser Stelle sagen muss, Stufe 2 mag ich lieber. Aber, ja. Dann könnte es natürlich sein, dass er nicht unbedingt durch die Dots läuft, durch diese Bewegung. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, das werde ich gleich mal testen, ob man die darauf klicken kann. Da bewegen die sich nicht, das wäre natürlich super. Aber das habe ich noch nie probiert.
Ich teste es mal. Ich meine, wozu bin ich hier, wenn ich es nicht teste? So, hat man schon noch drinnen und ich gehe mal davon aus, dass es nicht funktioniert, aber. Oh, beweg dich. Hey. So. Aha. So sind sie an, bewegen sich. Nochmal draufklicken und sie gehen wieder aus. Was jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Oder was uns jetzt nicht so viel bringt, denn ich will ja, dass sie so bleiben. Aber klicken und sie gehen zu. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wenn man jetzt zum Beispiel drinnen ist und sie nerven einfach und sie nicht abhängen, man kann einfach draufklicken. Pluspunkt. Nachteil, es wäre besser, wenn sie einfach stationär wären. Sprich, einfach platzieren, ausbilden, wo sie hinschauen sollen und fertig. Aber naja, wir starren jetzt hier noch ein wenig auf die Dots. Das Buch ist zum Beispiel noch nicht beschrieben. Deswegen ist das Buch für mich jetzt schon mal so ein bisschen raus. Die Box habe ich auch schon öfter getestet, ist für mich auch raus. Es ist ein territorialer Geist und da gehe ich gleich wieder Richtung Goryeo. Territorialer Geist, wir haben keinen Beweis, Dots sind noch offen, könnte ein Goryeo sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein wenig auf die Dots starren und ja, für euch gibt es wieder einen kurzen Cut. Wollt mir Dots sehen, werdet ihr es gleich sehen. Ich habe jetzt so lange auf die Dots geschaut, dass ich langsam beschugge werde, ey. Diese rhythmischen Bewegungen sind schon irgendwie sehr ansprechend. Aber auf der anderen Seite gefällt es mir gar nicht. Was mir gerade einfällt, wir haben, also er hat jetzt gejagt, obwohl wir das Kruzifix vor dem Raum haben. Und zwar so, dass es ganz knapp den Raum nicht hittet. Wir haben das Kruzifix auf Stufe 2. Und pro Stufe kommt nochmal 50% dazu beim Dämon. Das bedeutet, wir haben jetzt nochmal 100% obendrauf, sprich die doppelte Range. Was bedeutet, der Raum wäre beim Dämon noch mit drin. Er konnte trotzdem zweimal jagen, was bedeutet Dämon, Chao Kakao. Banshee Spirit, Yuri Aoni. Ja, es fühlt sich gerade an wie eine ungewollte No Evidence Challenge. Und das gefällt mir gar nicht. Bei Legen. Ja. Ich hatte vorhin leider meine Taschenlampe nicht an und das ist auch definitiv kontraproduktiv gewesen, denn so konnten wir es nicht komplett ausmachen, ob es ein Maling ist. Für mich hat es sich nicht wie ein Maling angehört, es hat sich auch nicht so angefühlt, aber vielleicht brauchen wir noch mal eine Jagd, um das zu 100% auszuklammern. Aber ich würde sagen, Maling ist eigentlich auch raus. Wir können jetzt noch zwei Beweise haben, meiner Meinung nach, die wir als unseren Beweis haben, und zwar Dots oder EMF5. Die Fingis sind definitiv raus. Die Box würde ich auch rausnehmen, genauso wie das Buch, denn das Buch liegt schon seit Anfang an drin. Er ist ein territorialer Geist, aber er interagiert damit nicht. Thermometer teste ich jetzt auch gleich nochmal, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber es ist jetzt natürlich doof, dass ich gerade eben erst den Break angemacht habe. Also 3,8, er ist noch hier. Ja, territorial. Du gehst mir auf den Sack, aber vielleicht gut, wenn du an bist. Wo ist meine Box? Mit der wollte ich jetzt eigentlich nochmal interagieren. Wo habe ich die hingeworfen? Hallo? Wow. Okay, Blindfisch. So, also. Mit der Box habe ich gar nichts. Mehrmals jetzt schon getestet. Hier habe ich nichts. Also es wird auf EMF5 hinauslaufen. 3, 2. 3er? Da geht noch was. Es ist aktiv, aber reicht mir das für einen Poltergeist? Große Preisfrage. Uni? Wir hatten eins in Farbe, eins nicht in Farbe. Aber ich fand das Blinkverhalten normal. Okay, draußen ist scheinbar irgendwo eine Baustelle. Ich hoffe, man hört nichts, Ladies and Gentlemen. Yorei. Will ich rausnehmen, er roped nicht. Deswegen ist auch der Yorei-Test jetzt an dieser Stelle eigentlich schwer, denn man kann den Yorei auch testen mit den Räucherstäbchen. Dann stellt er seine Bewegung an und kann nicht roamen. Er verlässt den Raum aber nicht. Wie soll ich dann, und was soll es bringen, wenn ich jetzt hier räuchere, um zu schauen, ob es ein Yorei ist? Im Raum kann er immer noch aktiv sein. Er würde nur nicht mehr rausgehen können, was er sowieso nicht macht. Ja, hat er keinen Bock drauf. Er hat in die Scheibe geklopft, oder welche? Speier. Ja, da kommt ein Hauch. Alles klärchen, jetzt ist der Uni definitiv raus. Und das möchte Fang spielen. So, also. Wir schauen auf ihn. Normales Blinkverhalten. Bei Link-Test ist jetzt auch wieder hinfällig. Das werden wir dann gleich nochmal machen. Wir haben jetzt noch zwei Räucherstäbchen.
Nicht wundern, diese Geschwindigkeit, die er gerade hat, ist leider Zeitgeschwindigkeit. Das ist auch nochmal ein Indikator dafür, dass es kein Geschwindigkeitsgeist ist. Ey, komm nicht zu mir. Denn Geschwindigkeitsgeister haben vorgeschriebene Geschwindigkeiten. Als Beispiel ein Revy, beispielsweise. Der kann keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit kriegen. Na, der hat schon Hyperspeed. Genauso wie ein Hantu, bei dem richtet er sich nach der Temperatur. Beim Büro danach, wie viel Sanity du hast und so weiter. Deswegen ist es auch nochmal so ein Indikator dafür, dass es kein Geschwindigkeitsgeist ist. Höchstwahrscheinlich. Es könnte natürlich zum Beispiel auch ein Raichu sein, ne? Du hattest was Elektronisches und das hat sich einmal nicht mehr verloren. Wäre auch möglich und ich finde es doof, dass ich das gerade gesagt habe, denn jetzt gehe ich von Raichu aus. Aber auch nur so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. So, ich bringe jetzt gleich die Kerzen rein. Und dann auch nochmal natürlich ein Kruzifix, beziehungsweise das, das wir drin haben, da ziehe ich etwas näher. Bevor ich das jedoch mache, noch ein letztes Mal räuchern, beziehungsweise noch ein letzter MyLink-Test. Also, wie geht der MyLink-Test? Er hat Range. Taschenlampe ist an und sie blinkt nicht. Er kommt näher ran. Man hört die Steps, danach blinkt die Taschenlampe. Oder andersrum, beim Erlegen eben, er kommt ran, die Taschenlampe blinkt und man hört die Steps. Sprich, die Steps kommen nach dem Blinken der Taschenlampe. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich Line of Sight brechen kann, indem ich um die Ecke gehe und boop, ab nach oben. Aber das wird wahrscheinlich nicht so weit kommen. Ich würde mein Link schon fast rausnehmen. Yokai. Yokai würde passen zur Spirit Box. Als ich mit der geredet habe, wurde er aktiver, aber der ist allgemein aktiv. Deswegen passt auch nicht zu 100%. Die Tür ist noch offen, deswegen noch keine Gefahr. Barke ist raus. Und Barke kann man auch während der Jagd hören. Joker kommt. Okay, jetzt geht los. Step, step, step. Und die. Ne, er war noch im Raum, ich habe Steps gehört. Deswegen kann ich jetzt direkt abhauen, kann mir die Räucherstäbchen sparen. Denn das ist definitiv. Einmal viel zu lang. Man hat schon Kilometer weit entfernt gehört. Nee, du kommst zu mir. Beruhig dich. Also. Yokai, Goryeo. Banshee würde ich auch rausnehmen, denn Banshee roamt in die Richtung ihres Opfers. Aber sie roamt nicht wirklich, selbst wenn ich da vorne chill. Kommt nicht in meine Richtung. Banshee würde ich rausnehmen. Poltergeist. Na, das hier ist unsere 5er-Auswahl. Und, Ladies and Gentlemen, es tut mir wirklich leid, dass ich euch jetzt hier eine No-Evidence-Challenge liefere, denn eigentlich wollte ich nur Wahnsinn zocken. Aber hey, machen wir eine No-Evidence-Challenge draus. So, boop, und boop, und das sind dem Geist zu viele Lichter offensichtlich. So, Kruzifix platziere ich jetzt hier in der Hoffnung jedoch, dass er sie noch nicht knuspert. Denn ich brauche noch 2 Kerzen. Na, wir machen jetzt den On-Real-Test, was bedeutet 4 Kerzen drin. Deswegen hoffe ich auch, dass er jetzt noch nicht knuspert, denn das Kruzifix brauchen wir dann noch. Sprich, wenn wir dann alle Kerzen drin haben, dass wir noch ein bisschen abgesichert sind. Denn wir blocken natürlich mit diesen Kerzen nur den On-Real. Alle anderen Geister können uns knuspern. Oder, ne, weil wir sind in der Hunting-Range, offensichtlich. Deswegen hoffe ich, dass wir ein bisschen Zeit haben. Da ist mein Feuerzeug, das ist jetzt ein wenig ungünstig, wenn es da ist. Aber ich glaube, ich habe hier noch eins, kann es sein? Ja. Okay, es ist angeknuspert, aber zum Glück haben wir mehrere Charges. Okay, so viel zu mehreren Charges. Es gefällt mir gar nicht, wenn der Geist einen Sinn für Sarkasmus hat. Hier sieht es auch krass aus. Das könnte Richtung Poltergeist gehen. Könnte wirklich Richtung Poltergeist gehen. Deswegen, Spirit Test machen wir noch, sprich im Raum räuchern. Warten, 180 Spirit, ja doch, 180 Spirit und alle anderen Geister 90. Was wollte ich jetzt noch? Genau, 2 Kruzifix und hoffen, dass wir bis zum Geist rumkommen. Yokai, Onryo, Onryo machen wir jetzt gerade, ist dann auch weg. Yokai, es wird auf dem Stech zwischen Yokai, Goryeo und Poltergeist rauslaufen. Bitte jetzt nicht jagen, bitte jetzt nicht jagen. Lass mich erstmal Kruzifix reinbringen. Sehr schön. Aha. Alles klar. So, also, das steht. Kerzen sind an. Hallo, Kerzen sind an, habe ich gesagt. So, wir haben hier unser Kruzifix. Was sagst du? Du sagst 4. Jawohl, 4 war der auch. Also, die Kerzen sind an. Der Geist ist offensichtlich in der Nähe. Die Räucherstäbchen sind in meiner Hand, zum Glück. Hier hätten wir ein Versteck, sollte er draußen spawnen, ne? Wir haben hier gerade den Bereich gesichert. Okay, das wird jetzt interessant.
Einmal in die Richtung, das geht. Ja. Überhaupt nicht. Okay, 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 okay. Wie viele Kerzen wollen Sie auspusten? 17. Ich weiß, was Sie jetzt denkt. Unreal. Finde ich plausibel. Für mich ist jetzt gerade entscheidend, verlässt er den Raum. Hier drinnen hat das die Hölle auf Erden. Ja? Unreal mag kein Feuerlicht. Und hier ist nur Feuerlicht. Hallo. Was bedeutet, das wäre, er wäre dumm, wenn er jetzt hier ist. Wenn ich hier bleibe. Könnte sein, dass er jetzt auf jetzt Roman geht. Das hier ist spannend. Und jetzt werde ich auch das Kruzifix hier in die Wand packen. Na, ihr seht die Range. In dieser Range. Der Raum dürfte noch in Range sein. Aber hier draußen nicht mehr. Was bedeutet, wenn jetzt dieses Kruzifix angeknospert wird, wenn die Kerzen hier drin sind, will er offensichtlich hier drin jagen. Alter, EMF, du gehst mir so auf den Sack. No hate, aber wo ist mein Feuerzeug? Hey, das ist nicht mein Feuerzeug. Alter, mach mich nicht narrisch. Und du hast jetzt auch mal Sendepause. So, also, wenn jetzt das Kurzwegs angeknuspert wird, wieder in dieser Range, also sprich hier drin jagen. Hier war eine Kerze an, hier, hier, hier. Für mich ist da ein Rio raus. Aber jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo man nicht mehr unbedingt zu 100% einen Geist ausklammern kann. Wir hatten hier 4 Kerzen, die auf einmal ausgingen. Und jetzt fängt er an, hier draußen zu roamen. Oder hier draußen aktiv zu werden. Aber trotzdem hat er hier geknuspert, also... Ja, jetzt gerade ist es... Blöd, Mann. So, nimm die Beine in die Hand, Junge. Ich will meine Räucherstäbchen nicht wasten. Ich will jetzt ein bisschen eng. Er hat Fahrt aufgenommen. Jetzt wieder runtergegangen. Genau, jetzt will ich ab zum Geisterraum. Räuchern. Spirit Test. Yokai Poltergeist Kuri, ich sag ja. Wir kreisen das langsam ein. So, bup. Sobald wir geräuchert haben, können wir auch nochmal einen Breaker machen. Können auch mal ein bisschen entspannen. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten, alter Vater. Also merkt schon, neue Evidence Challenge oder auch Wahnsinn ohne Beweis. Kann ein wenig nervig sein. So, also hier drin war sogar immer noch eine Kerze. Ne? So. So, wir haben geräuchert. Ich schaue auf meine Uhr. Wir sind bei 29,50. Oder sagen wir jetzt einfach mal 30 Minuten. Bei euch. Schaut selber auf eine Uhr. Wir warten jetzt, oder wir bleiben auch hier drinnen. Na, wenn wir rausgehen. Na, wir könnten jetzt auch 3 Minuten draußen warten und dann sagen, hey, ein Spirit, der jagt 3 Minuten nicht. Aber ich denke, euch sollte klar sein, warum das nicht die cleverste Idee wäre. Deswegen bleiben wir jetzt hier drin. Und wir dürfen jetzt auch ungefähr Richtung, ja, Richtung nur Sanity gehen, was bedeutet, er würde auch sehr zeitig anfangen zu jagen. Also, was bedeutet, ich bin jetzt bei meiner Uhr bei 30:20. Also 30 Minuten, 20 Sekunden. Normale Geister können auch 1,5 Minuten jagen, was bedeutet 31:30 wäre es bei mir. Ich gebe euch dann einen Call, wenn es soweit ist. Ein Spirit kann jetzt nach 3 Minuten jagen, sprich bei 33 auf einmal. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt warten. Es ist nicht ganz so clever, jetzt hier in der Nähe zu warten. Aber ich hoffe immer noch auf meinen letzten Beweis. Würde ich sehr begrüßen. Wisst ihr was? Ich mache die Dots jetzt wieder an. Und schau mal von draußen hier rein. Aber ich platziere die um. Ich mache die jetzt einfach mal hier. Sollte er anfangen zu jagen, nehme ich die Beine in die Hand, droppe das Ganze hier und Joker kommt. Beziehungsweise wenn es in die Richtung geht. Aber hey, vielleicht haben wir Glück und sehen in dem Bereich das. Ne? Dass die ganze Zeit schon... Da waren Dots. Die kamen von rechts hier. Wow. YMCA. YMCA. Ich weiß nicht, wieso ich davon jetzt ein Album habe. Aber wir haben Dots. Ladies and Gentlemen, wir hatten offensichtlich Dots. Wir sind jetzt bei 31:36 plus minus ein paar Minuten. Ein paar Sekunden. Oh, wenn diese laut werden. Also, Spirit ist definitiv raus. Wir können ja das Ganze nochmal so machen. Spirit, ciao, Kakao. Dann wären es jetzt noch Poltergeist, Yokai, Gorio. Dass wir jetzt die Dots haben, was unser Beweis ist, das Schlimmste, was wir haben können, denn
Yokai und Goryeo sind noch drin. Ich bin beim Goryeo, denn er ist territorial und jetzt haben wir... Dann würde es auch zu unserer No Evidence, unserer ungeplanten No Evidence Challenge passen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Yokai Goryeo. Was für ein Yokai spricht, als wir vorhin mit der Box geredet haben, hat er angefangen Gegenstände zu werfen. Er wurde aktiv. Was für ein Goryeo spricht, er ist immer noch da drin. Er ist immer noch territorial. Abmarsch, kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Ich bin jetzt sehr gespannt. Portergeist ist für mich raus. Das war unsere abschließende Auswahl. Goryeo, Yokai und Poltergeist. Ich bin beim Goryeo, ich bin gespannt. Richtig erkannt. Aber es war eng. Es war wirklich eng, muss man sagen. Was jetzt auch noch für den Goryeo gesprochen hat, bezogen jetzt auf Wahnsinn. Wir haben unseren Beweis bekommen, aber erst relativ spät. Ja? Der Goryeo zeigt ihn nicht so häufig und nicht so intensiv, seine Dots. Deswegen hat es jetzt ganz gut gepasst. War in Ordnung. War okay, würde ich sagen. War gut. Oh, und wie es hochrattert, das ist einfach ein schöner Moment. Schaut es euch an und 3, 2, 1, bing, Thermometer, Stufe 3. Jetzt seid ihr live dabei, wie ich hier meinen Thermometer freischalte. Wunderbärchen. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich nochmal den Shop erklären, aber schreibt gerne in die Kommentare, für den Fall, dass jemand noch so weit schaut, ob ich nochmal erklären soll, wie das hier mit dem Setup funktioniert, mit dem Shop. So, Thermometer, Stufe 3. Wunderbärchen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich hiermit an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Prestige 2, Level 64. Vielleicht schon nächste Woche Prestige 3. Das wäre doch eigentlich so ein geiler Rhythmus. Jede Woche einen Prestige machen, oder? Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.